Du, ich freue mich ja total, jetzt einen Film machen zu können. Und zwar, ich brenne ja darauf, was für ein Fahrzeug ist denn das hier? Das sieht ja so futuristisch aus. Das ist natürlich, es ist ja nicht einfach nur ein Elektrofahrzeug, sondern es sieht einfach auch total ungewöhnlich aus. Ja, und im Winter ist es halt total praktisch, weil man kann es einfach warm haben. Man kann sich selber warm machen, indem man tritt. Es ist verboten teuer. Es geht gar nicht. Hier, diese Scheibe zu ersetzen zum Beispiel, habe ich gerade mir ein Angebot einholen lassen, würde 2000 Euro kosten. Aber warum fährst du dieses Fahrzeug? Ich glaube, ich will der Welt was beweisen. Nämlich, dass es heute möglich ist, sich elektrisch fortzubewegen. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt, ich wollte das machen. Und dann ist das oftmals schwierig, das wieder aus dem Kopf rauszukriegen. Das war die beste Art, das aus meinem Kopf rauszukriegen. Du siehst total glücklich aus. Es macht total Spaß. Ich möchte dich auch mal sehen, wie du glücklich drin fährst. Ja. Wenn du glücklich fährst. Vielleicht willst du auch mitfahren. Ja, gerne. Jetzt gleich? Ja. Das ist, weil es eben ein Fahrrad ist, ist es eine spezielle Art, hier einzusteigen. Ja, zeig's mir mal. Man darf nämlich nicht auf den Fahrzeugboden treten. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich hier auf diese Stange hier drauf zu treten. Und dann kann man sich am Sitz festhalten und hier und dann ist man drin. Tolle Perspektive. Richtig gemütlich. Oh, hängt da was im Kopf? Kann sein, muss da. Ja, so. Normalerweise passt man hier gut rein. Das ist alles sehr knapp hier. Und dann muss ich den Computer anmachen. Der braucht ein kleines Weilchen hochzufahren, wie das halt so ist mit Computern. Und jetzt ist er aber soweit. Ja, es gibt übrigens auch schon. Fährst du schnell! Ja, das ist der Vorteil von einem Elektromotor. Muss man ja nicht eingeschnallt sein? Na, du hast da einen Gurt. Wenn du möchtest, kannst du den verwenden. Mann, ist das ein Tempo. Halt mal lieber an. Oh, warte mal. Mir wird ja ein Schwindel. Wie schnell kann man mit dem denn fahren und so beschleunigen? Ist ja immens. Also, ja, das heißt, dass er 85 in der Ebene erreicht. Das ist natürlich nicht so ein Geschoss, wie wenn du so 1,5 Tonnen Blech in Bewegung setzt. Ja. Der Start, der war ja immens, fand ich. Also wirklich, mein lieber Mann, wie blitzend wäre er losgestartet, so habe ich es jedenfalls empfunden. Wenn ich kräftig strampele, das kommt immer noch darauf an, welche Höchstgeschwindigkeit ich dann habe. Also wenn ich so richtig effizient fahre, dann fahre ich ungefähr 45. Mhm. Und kann dann auch bis zu 150 Kilometer weit kommen. 150. Und wenn du mal einen faulen Tag hast und der Wind ist nicht auch sehr günstig, hast du was auch schon mal erlebt? Ja, klar. Also ich komme mindestens 90 Kilometer weit. Was für Akkus sind das? Lithium-Ionen-Akkus mit 16 Amperestunden insgesamt. Das sind 5x7 so kleine Blöckchen. Die haben eine prognostizierte Lebensdauer von 250.000 Kilometern. Und das meint, dass die am Ende dieser 250.000 Kilometer immer noch 80% ihrer Kapazität haben. Arne, dann wünsche ich dir, dass es so ist. Danke. Sag mal, ich sehe ja gar kein Lenkrad hier. Nee, das wird so segelflugzeugmäßig mit diesem Steuerknüppel hier gesteuert. Das haben die sich, nehme ich an, tatsächlich auch abgeguckt davon. Ein Lenkrad wird einem ja auch immer in die Quere kommen, ne? Aha. Und was hast du da für Bedienknöpfe? Na, hier haben wir Scheibenwischer, Hupe, nee Quatsch, hier Fernlicht, Hupe. Dann haben wir hier eine Vorderradbremse. Mhm. Und hier, das ist die Gangschaltung, um den Pedalantrieb anzupassen auf die Geschwindigkeit. Das geht in einem Bereich von ungefähr 20 bis 70 Stundenkilometer, kann man es gut anpassen. Wenn man schneller fährt, dann macht es nicht mehr so viel Spaß mehr zu treten, dann geht das halt ziemlich schnell. Hier ist eine analoge Stundenkilometeranzeige und die ganzen Knöpfe, die man so braucht, Warnblinker und so. Und wirklich interessant ist hier unten, weil hier kann ich mir so ziemlich jedes Detail anzeigen lassen, was es so zu wissen gibt. Hier haben wir die voraussichtliche Reichweite noch. Hier die gesamte Reichweite seit der letzten Ladung der Batterie. Die Temperatur der Batterie, die Spannung, die sind wir gerade bei 372 Volt. Hier dann, wie viele Amperestunden gerade im Moment in den Batterien drin sind. Na, und so weiter. Und so weiter und so fort. Na, dann fahren wir doch gleich mal wieder ein Stück. Genau. Ich habe übrigens zwei Beschleunigungsstufen. Ja. Und das ist die zweite. Hey!
Wird er richtig in die Sitze gedrückt, ne? Ja. Mann. Jetzt muss er wieder bremsen, vielleicht. Und die Bremse übrigens ist auch gar keine wirkliche Bremse, sondern eine Energierückgewinnung. Die sogenannte Rekuperation. Ja, da funktioniert der Motor dann als Generator und speist die Energie zurück in die Batterien, die man ansonsten einfach wegbremsen würde. Radtreten, brauchst du dann eine Fahrerlaubnis für oder kannst du dich einfach reinsetzen und fahren? Aber bei der Geschwindigkeit? Nee, das gilt gesetzlich richtig als Auto. Man muss auch Versicherungen und Steuern zahlen. Allerdings nur ganz wenig. Manchmal muss ich natürlich unterwegs tanken. Und dann kann ich das. Bei dir würde ich bestimmt keinen Atomstrom kriegen. Ja? Aber bei einer Tankstelle oder so kann man schon fast davon ausgehen. Und bei mir zu Hause haben wir natürlich nur guten Schönauer Wasserstrom. Es verbraucht im Moment durchschnittlich 6,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, das macht bei unseren Preisen rund 1,30 auf 100 Kilometer. 1,30 auf 100 Kilometer. Das müssen sich Zuschauer jetzt nochmal. Wiederholst du nochmal? 1,30 auf 100 Kilometer. Wie schnell ist das jetzt? Jetzt fahren wir nur 40. Nur 40. Mir erscheint es mächtig schnell. Oh je. Aber Freunde, ich freue mich auch mächtig. Schön. Aber jetzt war ein bisschen schneller. Und bei dem Wetter, als jetzt vorhin hat es geregnet, ist ja wunderbar. Man wird ja fast ein bisschen ins Sessel gedrückt, wenn du noch beschleunigst. Wir sind bergauf sogar. Hey! Geschwind! Das ist bloß ein überdachtes Fahrrad. Der Komfort ist der eines Fahrrads im Wesentlichen. Man kann kaum Partys feiern hier drin. Sex ist auch schwierig. Und so gesehen. Aber ein Bierkasten würde ausgepackt reinpassen. Ja, komplett. Komplett? Komplett. Ja, vielleicht sogar zwei. Einen für den Fahrer, einen für den Fahrer. Aber Alkohol darf man im Straßenverkehr nicht trinken. Nein, und selbstverständlich wollen wir das nicht propagieren. Ja, richtig. Wie heißt das nochmal überhaupt? Twike. 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 Kommt das zu? Ein Kunstwort zusammengesetzt aus Twin und Bike. Arne, herzlichen Dank für die Mitfahrt. Danke, dass ich dich filmen durfte. Hat mir riesen Freude gemacht. Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Genau das, was ich gewollt habe. Die perfekte Alternative zu einem Kraftfahrzeug für mich, die genau das macht, was ich mir gedacht hatte dabei.